Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Vorher-Nachher-Podcast. Letztes Mal hat ja tatsächlich, haben wir einmal ausgesetzt. Vielleicht hat der ein oder andere es mitbekommen. Mein Vater ist leider sehr unerwartet und plötzlich Anfang des Jahres verstorben. Und ja, haben wir uns da entschieden, einen Monat auszusetzen, so quasi als kleine Winterpause. Aber jetzt sind wir zurück und mit einem treffenden, passenden Thema: Tod. Ja, genau. Ist hier in unserer Kultur, dass wir das Thema Tod ja immer tabuisieren Extrem, redet man nicht und drüber. letztendlich ist der Tod allgegenwärtig, ne? Und vor allem, wenn man drüber spricht, wir sagen auch ganz häufig, zumindest war das jetzt meine Erfahrung, weil ich jetzt relativ offen darüber gesprochen habe und auch direkt Ja. gesagt habe, auch so schlimm das auch alles ist, ein guter Anlass und direkt auch die eigenen Sachen schon mal einfach nur. Man weiß ja nie, wann was passiert. Genau. Einfach mal zu sprechen und zu sagen, was will man eigentlich? Selbst wenn ich als junger Mensch will, ja, mach dir doch darüber noch keine Gedanken. Du stirbst doch eh nicht. Du bist ja erst Genau. 23. Ja. Hä? Ja, genau. Ja. Ja, ich denke da immer an Vera Birkenbiel. In diesem Video spricht sie auch davon, dass quasi der Tod immer so auf unserer linken Schulter wie so ein Vogel sitzt. Und wir aber nicht wissen, wann da passiert. Wir eigentlich so uns so bewegen durch die Welt, als wären wir unsterblich. Und wenn wir jung sind, ist es für uns so weit weg. Ja. Aber letztendlich ist er jederzeit allgegenwärtig und manchmal kommt er auch plötzlich und unerwartet. Aus meiner Sicht, der Tod als solches ist ja letztendlich für die Hinterbliebenen auch ein ganz großes Thema. Ist ja nicht nur derjenige, der stirbt und nicht sterben will. Wenn er plötzlich Wenn er es unerwartet, merkt genau, überhaupt. wenn er plötzlich unerwartet stirbt, ist es ja eigentlich, glaube ich, für den, der betroffen ist, nicht ganz so schlimm wie für die Hinterbliebenen. Wenn er durch Krankheit oder durch lange Krankheit, so sage ich mal, sich ganz langsam auf den Weg zum Sterben hin bewegt, ist es ja oft für den Sterbenden viel schlimmer und die Angehörigen, für die Angehörigen vielleicht viel leichter, weil sie Ja, können sich verabschieden mehr und vorbereiten mehr darauf. vor, sich mehr darauf vorbereiten, ja. Für den, der tot ist, ich denke, der hat dann seinen Frieden. Aber was ist mit den Hinterbliebenen, ne? Und da finde ich immer so, finde ich, dass die Problematik jetzt, wie in deinem Fall, es ist ja nicht nur der Mann deiner Mutter gestorben, sondern es ist dein Vater gestorben und es ist gleichzeitig auch der Sohn deiner Großeltern gestorben. Und letztendlich macht sich dann immer einer oder zwei so aus so einer Konstellation so zur Aufgabe, den, der am meisten betroffen ist, zu stützen. Also so, weißt du, wie ich meine? Wo ich denke, mich zurückerinnere, als mein Vater gestorben ist, der ist nicht ja, unerwartet letztendlich schon, aber es ging eine Krankheit hervor, der hat aber nicht krank, bettlägerig krank gelitten. Und meine Mutter hat das nicht gut verarbeitet aus meiner Sicht. Ja, die hat nicht getrauert richtig, aber sie hat weiter die Fest, also die hat den Geburtstag von meinem Vater weiter gefeiert. Und irgendwann kann ich mich erinnern, dass ich gesagt habe, ich feiere jetzt mit dir keinen Geburtstag mehr, weil, weißt du, es ist nicht nur dein Mann gestorben, sondern mein Vater gestorben. Und ich setze mich hier jedes Jahr mit dir an den Tisch und wir feiern den seinen Geburtstag. Aber er lebt gar Er nicht lebt mehr. gar nicht mehr, ja. Oder den Hochzeitstag. Meine Mutter hat den Krass. Hochzeitstag weiter gefeiert. Also das heißt, die hat uns dann, die hat dann gekocht und eingeladen. Also hätte sie uns eingeladen zum Essen, wäre ja schön gewesen. Aber es waren genau die beiden Tage, der Hochzeitstag und der Geburtstag, ne? Krass. Ja, das fand ich damals, ist ja auch schon jetzt viele Jahre her. War irgendwann bei mir der Punkt, wo ich als Kind, quasi als Kind meines Vaters gesagt habe, ich mache das nicht mehr, weil ich will so nicht, ich will das so nicht. Ne? Ich muss das ja auch für mich irgendwie Verarbeiten. verarbeiten oder ja, damit lernen umzugehen. Musst du Ich niesen? glaube, nee, doch Ja. nicht. Ist weg jetzt. Ja, und deshalb so kann ich jetzt eigentlich nur die Frage zurückgeben. Hast du da für dich Raum schon gehabt? Ja, also
ich bin ja auch sehr involviert und versuche auch eine gute Stütze zu sein für meine Großeltern, für meine Mutter. Und es ist mir auch sehr wichtig, diese Rolle aus einzunehmen. Das ist so automatisch, weil ich glaube, ich auch einfach so bin, wie ich bin. Aber ich würde schon sagen auch, dass ich den Raum dazu hatte, als auch habe. Ja. Und auch Timotheus mir auch den Raum sehr dazu gibt. Ja. Ich weiß nicht, das ist so ganz krass. Also an dem Tag, auch das habe ich gestern jetzt so, weil gestern war die Beisetzung. Ja. Nach gestern habe ich halt nochmal so gedacht, muss ich mich jetzt schlecht fühlen, weil ich jetzt gestern gar nicht so krass geweint habe, wie zum Beispiel meine Mutter? Oder zeigt das, nach außen, dass ich weniger trauere oder sowas? Ja. Aber irgendwie war es eher so vom Gefühl, der erste Tag, an dem Tag, wo ich das erfahren habe, dass mein Vater gestorben ist oder darauf quasi auf die Nachricht gewartet habe, ob er es schafft oder nicht, das war so schlimm. Ich habe so geweint. Ich dachte, ich höre gar nicht mehr auf zu weinen. Und das wird das, ist das Schlimmste und keine Ahnung. Ja. Und hatte auch dieses Bedürfnis, direkt mit vielen Leuten darüber zu sprechen. Ja. Aber irgendwie danach habe ich auch immer hin und wieder geweint und hatte auch dann Tage, wo ich so voll in so einem kleinen Loch saß und dachte, oh Gott, komme ich hier wieder raus? Aber dann auch ganz irgendwie wieder so alles, ich sag jetzt mal, was ist normal, aber... Ja, aber das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Dass es Menschen gibt, die ein bestimmtes Bild davon haben, wie man zu trauern hat. Das glaube ich auch. Und das finde ich auch blöd. Ja. Also ich gehe ja nicht davon aus, dass jeder, der trauert, weinen muss, schreien muss oder sich verbarrikadieren muss. Aber was ich halt nur so weiß, so in meinem Leben, bei jedem, der gestorben ist, aus der Familie zum Beispiel, dann muss ja ganz viel organisiert werden. Ne? Und das beginnt ja eigentlich schon ziemlich zeitnah. Direkt danach. Das fand ich auch immer schräg. Ja? Das also war ich krass. Erinnere mich noch daran, als mein Vater gestorben ist, dass wir, man muss ja dann sofort einen Arzt rufen oder... Trauerkarten, Design, ja, aber man, Spruch, Zeitungsanzeige. Das ist ja der zweite Job. Der erste, du musst auch jemanden anrufen, der ihn abholt. Deiner ist jetzt nicht zu Hause gestorben. Genau. Aber weißt du, es sind so viele Sachen, die irgendwie schräg sind. Und dann wurde mein Vater quasi aus der Wohnung rausgetragen. Und weg war er. Und weg war er, ne? So, und ich glaube, was so mit reinspielt, ist nicht nur der Tod als solches, sondern... dass es irgendwie eine ganz komische Situation ist, also mit dem ganzen Ablauf auch, ja? Absolut. Und dann kommt ja der Tag wie gestern, wo dann die Beerdigung stattfindet und dann kommt ja nochmal so eine neue, vielleicht so eine neue Trauer, weil jetzt ist es so endgültig, weißt du, wie ich meine? Also bei mir kam die jetzt noch nicht. Ja. Also ich bin so ganz normal drauf und man würde mir normalerweise nicht anmerken, wenn ich es nicht sagen würde, dass was passiert ist, gerade zumindest. Also es kommt auch drauf an, manchmal schon, manchmal nicht. Ich weiß nicht, das hat mich gestern so glücklich gemacht, zu sehen, wie vielen Menschen mein Vater etwas bedeutet hat, die sich Zeit genommen haben, da hingekommen sind. Ja, das war so berührend für mich, dass mich das eher glücklich gemacht hat. So schlimm es auch war, trotzdem das zu sehen, war so schön, dass ich gar nicht so in einer Trauer war oder bin, sondern jetzt noch mehr schätze, wie schön es war. Und auch mit meinem Vater, ich habe halt dem so oft, auch das gerade die letzten Monate irgendwie, ich weiß nicht, warum ich das Bedürfnis da so extrem zu habe, ich hatte immer dieses starke Bedürfnis von, ich will mir dem jetzt sagen, wie lieb ich den habe. Und habe dem voll oft einfach nur angerufen und das so gesagt oder geschrieben. Und das war für mich auch ein super gutes Gefühl, zu wissen, er wusste ganz genau, wie lieb ich ihn habe. Und ich weiß auch, wie lieb er mich hatte. Das ist natürlich auch ein ganz interessanter Punkt. Immer wenn ein Mensch stirbt, das Gefühl, konnte ich mich verabschieden? Oder habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte? Oder sind noch irgendwelche Konflikte offen? Also... das ist ja auch oft, was man jetzt mal weg von uns beiden vielleicht, aber immer mal zwischendurch hört, wo Menschen sagen, ja, ich hätte ihm noch oder ihr noch das und das gesagt. Ne? Na klar, hätte ich auch gerne noch was meinem Vater gesagt, aber so gesehen, das Wichtigste habe ich ihm gesagt. Ja, super. Und das wusste er. Ja. Und auch wenn ich das nicht mehr sagen konnte in dem letzten Moment, von Anfang an war es auch direkt so, auch so sehr so ein Auf und Ab ist und ich manchmal total gut drauf bin, manchmal auch gar nicht gut, so ein Gefühl von, wer weiß, wofür es gut war, das kann ich nicht, also natürlich ist es schlimm für uns alle, trotzdem
glaube ich daran, dass es immer zum Besten geschieht. Ja, da gab es auch so eine Geschichte, was meine Mutter betraf. Also die ist ja Witwe geworden, da war die 66, ist ja jetzt auch noch nicht wirklich alt. Und dann hat, also die hat ja das Leben, was sie mit meinem Vater gelebt hat, war so ein klassisches, sage ich mal, Rollenverständnis. Okay. Mein Vater, sehr traditionell. Ganz genau, der hat gearbeitet und meine Mutter war Hausfrau und war zuständig für die ganzen sozialen Kontakte, dafür gesorgt, dass mein Vater eine gute Erholung hatte. Die haben viel Urlaub gemacht. Die war schon ausgelastet, ja. Also trotzdem war mein Vater so ein bisschen der so die Richtung angegeben ja, hat. Ja, genau. Es ging darum, dass er seinen Beruf hatte und seine Karriere machte und so weiter. So, und als meine Mutter dann mit 66 Witwe wurde, da hat sie durch irgendeinen Zufall für eine Bekannte, die in Not war, sich einen Tag in so einen Supermarkt gestellt und Käsehäppchen verteilt. Weißt du, so Promotion da, und hast du ja auch schon mal erlebt. Und dann kam die zurück und hat gesagt, also es hat ihr so viel Spaß gemacht, sie macht sich jetzt selbstständig. Und ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, du spinnst doch. Ne? Also ganz ehrlich. Ja. So, aber die war davon so fasziniert, dass sie das gemacht hat. Und dann hat für sie tatsächlich nochmal so 20 Jahre, die hat das bis 86 gemacht. Krass. Ja. Crazy. Die hat dann nochmal so richtig 20 Jahre so ihr Ding gemacht. Ne? Ist durch Deutschland gefahren, hatte ihre Aufträge, war selbstständig. Wenn, dann wollte sie ihr eigener Chef sein. Und ich kann mich erinnern, dass ich die mal gefragt habe, das hier zum Thema, wer weiß, wofür es gut ist. Die vermisst meinen Vater immer noch. Obwohl er jetzt schon über 30 Jahre tot ist. Nee, nicht über 30 Jahre. Aber der wird jetzt 30 Jahre, genau. Ob sie, auch wenn sie mal weglässt, dass sie ihn vermisst und gerne ihn weiter an ihrer Seite gehabt hätte, ob sie das Leben von früher nochmal gegen das von heute eintauschen würde. Und da kam sofort, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Also für die hat richtig nochmal ein neues Leben begonnen. Vor allem viele Frauen, so was ich so mitbekommen habe, können auch gerade in diesen traditionelleren Geschichten, also Beziehungen, können sich das ja oft gar nicht vorstellen. Ja. Jemals wieder jemanden zum Beispiel zu finden oder einen neuen Job oder also dieses eine Art neue Leben. Aber ich denke halt so, Fakt ist, es beginnt so oder so ein neues Leben, ob du jetzt aktiv was dafür tust oder nicht, weil so wie vorher wird es ja auf keinen Fall mehr. Richtig, das stimmt. Und als Kind ist es ja eigentlich so, dass du ja auch jetzt, sag ich mal, eher in dein Leben gehst, dass du natürlich deinen Vater vermissen wirst. Aber es ist ja nicht mehr ein Weg hin zu den Eltern, sondern eigentlich ein Weg weg von den Eltern. Was mich gestern nochmal so richtig tief so getriggert oder berührt hat, war, auch wenn dein Vater ein paar Jahre älter ist, war als mein ältester Sohn, aber ich weiß nicht, ob ich als Mutter da das durchgestanden hätte, so wie deine Oma gestern, ne? Und dein Opa. Weil das ist das Kind und ich glaube, das Kind zu beerdigen ist egal, das Alter egal, ne? Ja, also ich habe ja keine Kinder, aber ich stelle es mir auch ganz schlimm vor. Ja. Weil das halt so quasi nicht, das haben wir auch ganz häufig gehört und stand auch in 1000 Trauerkarten drin. Also nicht, dass das jetzt schlecht wäre, aber ich habe es halt jetzt auch nochmal so krass präsent immer gegen die Stirn geklatscht gekriegt. Ja, aber das ist ja gegen die biologische Uhr und alles. Und das stimmt ja auch. Ja. Interessant, was ich die ganze Zeit so im Kopf hatte immer, wenn Leute dann sagen, ah ja, viel zu jung und man weiß aber nie, wann jemand stirbt. Wo wir auch am Wochenende so viel drüber gesprochen haben, dieses Thema, wer weiß. So. Auch wo jetzt um diesen Bogen mal gerade kurz zu spannen, mit Timotheus, als wir zusammengekommen sind, haben ja viele gesagt, oh ja, ihr habt ja 20 Jahre Differenz, was ist denn, wenn du 60 bist und er 80? Also, man weiß ja nie, was ist. Richtig. Und jetzt schon etwas nicht zu tun, weil man Angst hat, dass in 40 Jahren das passieren könnte. Genau, ganz genau. Das ist so krass, man weiß es nie, wann der Tod kommt, man weiß nie, was passiert, man weiß nicht, wie lange man gesund, krank etc. ist. Weißt du nicht. Das finde ich echt, dieses wer weiß, das habe ich so mitgenommen jetzt. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall auch so. Was auch interessant ist an dieser Thematik, wie selbstbestimmt, wenn man sich darauf vorbereiten kann, man sterben oder sein eigenes Begräbnis auch nochmal gestalten kann. Also mein Vater hat das geplant, so wie er es wollte. Ja. Also auch, dass es schon zu sehen, dass es Menschen gibt, die auch
sich richtig Gedanken darum machen. Da richtig Gedanken drüber machen. Ja, und also ich kann dir sagen, ich bin so ein Mensch. Ein Ordner online, wo alle Dokumente drin sind, auch die dann genutzt werden müssen für, was weiß ja. ich, alles. Ja. Also ja. dann, welche Lieder möchte ich und sowas. Ja, genau. Und das kann man ja dann updaten. Also ja. ich hoffe ja, dass das nicht die Version bleibt. Ja, genau, genau. Ich finde das irgendwie auch schön, das so zu handhaben. Ja. Vor allem auch, weil dann diese Mühe und, das heißt Mühe, ich habe das gerne gemacht. Ja. Trotzdem kann die Menschen, die sich drum kümmern müssen, ein bisschen mehr sich auch auf ihre eigene Trauerbewältigung genau. konzentrieren. Genau. Und man, ich sage, das ist so ein selbstbestimmtes Leben ja. bis zum Tode. Ja, ja über den Tod hinaus. Über den Tod hinaus. Ja, ich habe das ja auch. Ist das für dich auch? Ja, ich habe das auch. Ich mache ja Körperspende. Ja, das ne? hast du mal gesagt. Das war auch ein interessantes Thema in der Familie. Kann ja? ich mir vorstellen. Für den einen oder anderen war es so ein bisschen befremdlich, dass es so gar keine Beerdigung gibt. Mhm. Ja? Also du kannst bei der Körperspende, gibt es nochmal zwei Unterschiede. Entweder spendest du so einen Teil deines Körpers, dann werden die sogenannten Reste werden dann beerdigt. Oder aber du machst bis zum kleinsten Fitzel und so habe ich mich entschieden. Und das bedeutet, wenn ich gestorben bin, werde ich sofort in diese Klinik transportiert, also in diese Uniklinik. Ich bin dann natürlich auch schon mal gefragt worden, warum man sich für sowas entscheidet. Und? Ja, ich finde das andere für mich schwierig. Mhm. Also, mehr Infos bitte. Ja, also diese Vorstellung, auch wenn ich tot bin, aber diese Vorstellung, dass mein Körper da unter der Erde liegt, finde ich nicht prickelnd. Mhm. In den Ofen geschoben zu werden, finde ich persönlich auch nicht so schön, auch wenn ich es nicht mehr merke, aber mir gefällt das so nicht. Und jetzt kann man natürlich sagen, aber wenn man dich in 1000 Stücke schneidet, findest du das schön? Nee, schön finde ich es auch nicht, aber das ist was, wo ich mich gedanklich... So sinnvoll, meinst du? ...mehr mit anfreunden kann, mhm. ja? Dein Körper hat auf jeden Fall nach deinem Tod dann noch einen richtigen Sinn. Also ja. so ist richtig von Nutzen für andere genau. Menschen. Ja, was ich da festgestellt habe, war, dass die Frage noch nicht mal so sehr war, ja, aber wie ist das für dich? Sondern, ja, und dann gibt es keine Beerdigung? Nein, es gibt keine Beerdigung. Mhm. Wie jetzt keine Beerdigung? Du bist dann tot und weg, und einfach und tschüss. Ja, genau. Es gibt keine Beerdigung. Ja, komisch. Ja, aber wie macht man das denn? Ja, sag ich, ihr könnt dann machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch eine Party feiern. Ja, klar. Könnten ja? Die können ja trotzdem so eine Trauerfeier machen. Ja, genau. Können ja trotzdem irgendwas. Ich sage, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja? Und wie ihr es wollt und wie ihr damit umgehen wollt. Aber ich will das andere nicht. Ja, das sind schon interessante Themen. Und dann merkt man auch immer so innerhalb der Familie, mit wem kann man über sowas reden und für wen ist es so ein, oh bitte nicht jetzt darüber sprechen, ne? Glaubst du, das hat auch dann, also das ist schon so eine ja, Vorschau darauf, wie die Menschen auch mit Trauer umgehen würden, wie gut man über sowas sprechen kann? Wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit mit meinem Vater, der seine Beerdigung ja wirklich geplant hat, der hatte wirklich alles bis ins Detail geplant, auch mit der Musik und alles. Das war wie eine normale Unterhaltung. Also ich war so weit distanziert gefühlsmäßig von diesem Thema, dass ich mit ihm darüber so sprechen konnte, als planen wir eine Party. Und mein Vater hat auch immer dann gesagt, oh, wenn das so wird, da freue ich mich. Also der hat auch immer... Der hat sich darauf gefreut. Geil, das finde ich ja total toll. Da ja. kann man sich ja quasi, auch wenn er dann in dem Moment nicht mehr da ist, so mitfreuen, wenn das dann alles so in Realität ganz genau, umgesetzt ganz wird. Ganz genau. Trotzdem war es dann so, als er dann gestorben ist, hat mich eigentlich da erst das Gefühl erreicht, dass er jetzt tot ist, ne? Und dass es vorbei ist, also dass ich ihn nicht wiedersehe. Es hat jetzt jemand zu mir gesagt, es ist so wie so zwei Spuren, auf denen man quasi fährt. Einmal das Emotionale, einmal so dieses... kümmern, organisieren, ja, machen. Ja. Und was ich so feststelle jetzt, wenn wir nochmal so vorher, nachher, ne, du bist Anfang 20, ich bin fast 70. Was ich so feststelle bei mir ist, dass mir immer klarer wird, auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass ich morgen sterbe, aber dass mir schon klar ist, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr miterleben werde. Und das ist was für mich ganz neu ist. Wer weiß. Wer weiß, ja genau. genau. Aber du weißt, was ich meine, ja. ja? So, wenn ich dann auf der anderen Seite meine Mutter sehe, die ja auch noch alleine lebt und die ist 93, ja, da habe ich ja noch eine ganze Generation vor mir. Ja, Tod ist schon so ein krasses Thema. Also irgendwie finde ich, es ist so unberechenbar.
Unberechenbar. Ja, es ist so unberechenbar. Ja. Und es ist aber auch so unberechenbar, wie es danach sein wird. Also ich konnte mir nie vorstellen, wie es sein würde, wenn ein Mensch, der mir so nahe steht, stirbt. Ich hatte so eine Riesenangst davor, dass ich total zusammenbreche und nichts mehr gebacken kriege, gefühlt für immer. Ich fühle so stark diese Verbindung. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass so diese ganzen Aufstellungsarbeit und diese ganzen Sachen so viel dazu beigetragen haben, dass ich da so stabil sein kann oder zumindest wieder in eine Stabilität komme, plus natürlich auch die Menschen, die ich in meinem Umfeld habe. Ja. Warum haben wir uns dieses Thema heute ausgesucht? Nicht nur, denke ich, weil der aktuelle Anlass, sondern auch, weil es ein Thema ist, wo so wenig drüber gesprochen wird. Ja, ne? Wie wichtig das ist, darüber zu sprechen, auch was dann danach kommt. Ja. Je nachdem, wie gut oder schlecht man mit so Situation umgehen kann, ist es ja trotzdem so, dass da einfach einen Heidenaufwand auf einen zukommen. Ja, vor allen Dingen jetzt auch in so Situationen wie bei dir, wo eine Firma auch im Hintergrund noch ist, ne, wo viel geregelt werden muss. Ja. Ja, wo es auch viel, mit Sicherheit viele Mitarbeiter gab. Obwohl es da ja natürlich, finde ich, also gerade in so einer Firma, da gibt es ja viel, es ist ja viel prozessorientierter. Ja. Also so Thematiken werden da, glaube ich, schon eher angesprochen als dann innerhalb der Familie selbst. Es gibt eine Geschichte. Die Geschichte heißt, lass die Toten begraben und lass die Lebenden sich aufs Leben konzentrieren. Und das ist vielleicht ja auch zu dem Thema ein guter Abschluss. Der Tod kann dir nur im Leben begegnen, oder? Ja, absolut. Ja. Das gehört halt zusammen. Ich glaube, das ist die richtige Balance zu finden zwischen sich darauf vorbereiten und gleichzeitig aufs Leben zu konzentrieren, ist so wichtig. Sich einfach bewusst zu sein, dass man nicht unsterblich ist. Ganz genau. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was bei Todesfällen oder wenn man von Sterbenfällen hört, auch so ein Punkt ist, dass man sich immer wieder mal neu aufs Leben besinnt, oder? Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also ist bei mir auf jeden Fall so. So nach, da gibt es, glaube ich, auch so ein Zitat, die Toten die schließen die Augen, aber öffnen den Lebenden oft die Augen. Weißt du so? Deshalb hat mir mal irgendjemand die Frage gestellt, war, glaube ich, ein Streit oder so, wenn du jetzt noch 6 Wochen zu leben hättest, wie würdest du diesbezüglich handeln? Und natürlich nicht jede Entscheidung kann man so treffen, ich lebe jeden Tag, jetzt wäre es dein letzter, weil dann kann es ja auch, also dann ist ja auch schwierig irgendwann, ja, ne? Ja. Aber auf der anderen Seite sich trotzdem da auch immer mal wieder zu besinnen. Und ich glaube, das war auch so einer der Gründe, warum ich die letzten Jahre vor allem, auch wo es meinem Vater zwar nicht so gut ging gesundheitlich, auch wenn das jetzt nicht absehbar war, dass er stirbt, immer wieder gesagt habe, wie lieb ich ihn habe. Auch meinen Großeltern, auch meiner Mutter. So, ich bin, das ist sowas, was für mich so wichtig ist. Ja, genau. Dann gibt es ja auch manchmal, sage ich mal, Beziehungen, die nicht vielleicht so von Liebe getragen sind wie bei euch. Was ich dann wieder so interessant finde, das habe ich auch von Vera Birkenbiel, wo die gesagt hat, wenn man jetzt mal so den Blick auf Konflikte richtet und man sich fragen würde in einem Konflikt oder in etwas, worüber man sich aufregt, wenn man jetzt nur noch 6 Wochen zu leben hätte, würde man sich da aufregen oder würde man den Konflikt dann noch so zelebrieren? Also, dass es manchmal auch tatsächlich Sinn macht und das Leben leichter macht, wenn man sich öfter bewusst macht. Das ist nicht für immer ist. Ganz genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Also diesmal haben wir wirklich einfach viel darüber gesprochen, ohne so viel vielleicht mitzugeben, aber ich bin gespannt auf eure Gedanken zu dem Thema Tod, Sterben und Leben. Ja. Freue mich auf die nächste Folge, die dann wieder wie gewohnt am 15. jeden Monats rauskommt. Tschüssi! Tschüss!